Ja, moin, moin und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich und der Alexander haben es mal wieder geschafft. Wir sind heute wieder beim Almsee. Dieses Mal aber an dem kleinsten Teich. Hier findet heute ein Event statt mit einem richtig, richtig guten Besatz. Der Alexander ist schon so heiß und ist schon unten am Wasser, baut alles auf und dann wird es auch gleich losgehen. Ich bin auch voller Vorfreude. Leider bin ich noch so ein bisschen erkältet. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, dass man mich trotzdem einigermaßen gut versteht. Nicht lange schnacken, ab ans Wasser und los geht's. So Leute, wir machen jetzt hier die ersten Würfe beim Almsee. Ich werde jetzt hier mit einem schockfarbigen Fuge anfangen. So sieht er aus. Fuge aus dem Grund, der Spoon ist ein bisschen schwerer und die aktiven Fische haken sich besser. Dementsprechend arbeiten wir mit dem Fuge, weil er eben ein bisschen schwerer ist und mehr Widerstand hat. Die Fische haken sich da besser dran. Ja, Leute, auf jeden Fall das erste Mal für mich hier an dem See. Guck mal, bis hier vorne, bis hier, ne? Hier, hat mir den Spoon eingeschlagen. Ja. Ja, ja, bis hier vorne hin, ne? Also mit so einem kleinen Kescherkopf kann ich wahrscheinlich nicht viel anfangen. Oh, war das ein Biss. Wieder. Wieder. Da ist er. Lange Prozedur hier. Fuga 2-2. Ja. Ich habe es gerade gesagt, bei aktiven Fischen lieber ein bisschen schwer am Anfang. Ja, erste Porti im Sack. Na komm her. Ja, da haben wir sie. Guck mal, vor den Füßen. Genau vor den Füßen. War ein schöner Fisch. Eine wunderschöne Regenbogenforelle. Wirklich schöne Fischchen. Ja, Leute. Die zweite wirklich direkt vor den Füßen und jetzt hier auf dem schockfarbigen Fuga in 2,2 Gramm. Wirklich 3 Meter vor den Füßen. Sehr tolle Portionsfische, die wir hier haben. Genau das Richtige für die Räuchertonne. Absolut wunderbar gezeichnet und Spaß macht es auf jeden Fall. Hopp, da ist es. Dritte. Ich bin beim dritten. Haben wir sie. Ja, die Schockfarbe früh am Morgen. Wie gesagt, wir filtrieren, ne? Zügiges Arbeiten. Die Fische, die Bock haben, reagieren auf so eine extrem Schockfarben hier. Oh, das ist aber schon eine bessere Porti hier. Bestimmt so um die 700, 800 Gramm schon, ne? Tolle Fische. Hier, guck dir das an. Die schwimmen hier 4 Meter vom Rand. Das ist echt genial, wirklich. Hier, sofort ein Biss. Hier. Saibling. Oh, das ist ein. Wir können hier schnell. Das ist ein Saibling. Mit dir ist das eine Katastrophe heute irgendwie. Tja, Leute, jetzt haben wir auch tatsächlich einen richtig schicken Saibling erwischt. Den zeigen wir euch doch mal. Tja, meine Lieben, jetzt haben wir auch noch was richtig Tolles gefangen. Absolut kein Riese, aber ein sehr, sehr schönes Fischlein. Und zwar haben wir hier einen richtig tollen kleinen Saibling gefangen. 1 Meter
vom Rand weg. Wahnsinn. Richtig tolle Fische. Und ja, sehr interessant, dass die Fische bei so einem großen See gar nicht mal weit draußen stehen. Und ja, wenn man das erstmal rausgefunden hat, dann kriegt man hier wirklich bei jedem Wurf fast einen Biss. Und es macht natürlich tierisch Spaß. Jetzt wäre schon so eigentlich ein Momentchen, wo man mit der Farbe ein bisschen anfangen kann zu spielen, aber ich werde noch ein paar Wurf machen, solange noch ein bisschen kommen. Ganz dicht am Rand wieder, ne? Jo, da habe ich auch wieder ein bisschen. Jo, jo. Da ist er. Ah, Weißt du, deine böse Zunge gegen meine böse Zunge? Nee, das bleibt einfach nicht aus, ne? Die drehen sich, siehst du ja, teilweise drehen die sich wie verrückt. Und dann hast du auch mal den einen oder anderen Aussteiger, das ist so. Ja, meine Lieben, die ersten paar Fische sind raus, auf eine Schockfarbe, allerdings teilweise sehr vorsichtig. Ich bleibe jetzt bei einer Schockfarbe und werde mal hier diese Farbe ausprobieren, Fuga 2.2, und dann gucken wir mal. Bin mir sicher, da wird auch noch was drauf kommen und denke, es wird auch nicht mehr lange dauern, bis die Phase einsetzt, dass so eine Farben nicht mehr gut funktionieren. Aber solange die Farben, die Schockfarben noch funktionieren, fischen wir die. Wie gesagt, wir filtrieren jetzt relativ schnell die Fische, die richtig Bock haben auf diese aggressiven Farben, filtrieren wir raus und dann werden wir Stück für Stück runtergehen von dem aggressiven Dekor und uns so, oh, da war ein Biss, und uns so die Farbpalette durcharbeiten. Oh! Das gibt's doch nicht. Ich wollte gerade twitchen. Kriegst du hier einen Einschlag 3000. Oh, das gibt's doch nicht. Die bleiben aber nicht kleben. Guck mal. Wieder bis. Jetzt aber. Ein Saibling. Ein toller Saibling. Oh, guck mal, da ist er raus. Ja, Leute, da seht ihr es. Ich habe hier einen kontrastreichen Fuga. Fische reagieren jetzt da schon wesentlich besser drauf. Ein ganz kleiner Spoon. Und jetzt haben wir noch einen richtig schicken Saibling im Netz. Tja, Leute, kleiner Spoon, Fuga 08. Nächste tolle Saibling. Richtig tolle, schöne Fische, auch wenn es keine Riesen sind. Und ja, die zocken wir jetzt aus den Trupp, der immer wieder an der Kante umherzieht. Da zocken wir sie jetzt raus und das funktioniert sehr gut. Ich habe was entdeckt, Alex. So, Leute, ich ändere hier noch mal ganz, ganz just den Plan, weil ich sehe, dass die Fische ein bisschen weiter draußen stehen. Und dann nehme ich noch was schön Auffälliges hier. Ja, guck mal, was da draußen in der Mitte ist. Gaia 1.7, Schweinchen, man kennt die Farbe. Nee, reicht nicht ganz. Ich bin schon überlegen, ob ich schnell einen 4.8er drauf packe, weil die jetzt immer weiter rausgehen. Jetzt habe ich reingetroffen. Gaia 1.7 auf Distanz. Gibst du mir den Catcher?
Ja, danke. Ah, wieder eine tolle Party. Tolle Party auf Schweinchen Rosa, aus der Mitte gezockt. Herrlich. Herrlich, Alex. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja. Der perfekte Spoon, ne, für Oberfläche und ein bisschen weiter zu kommen. Gaia 1,7. Ich sag's immer wieder. Das Ding funktionuckelt. Mal wieder ein Biss. Und da ist es. Ist die draufgehauen, das. So will ich das haben und nicht diese ganz vorsichtigen Anstupser, Anschieber. Die ist da so draufgesammelt. Wie im Bilderbuch. Ist das ein Saibling? Ne. Ist eine wunderschöne Porti. Ich glaube, wir haben jetzt schon mehr als genug Spaß, war Alex? Guck mal. Bockt und drückt und drückt. Ne. Nur eine 500 Grammer Porti, aber drückt. Ja, guck, und kaum ist sie im Netz, ist der Spoon sofort raus, ne? Ne? Mensch, meine Güte. Ja, da haben wir's, Schweinchen. Oft auch eine Bank. Und da ist unser Fischchen. So eine tolle 500 Grammer plus wahrscheinlich. Wunderschöne Fische. Hier. Schweinchen. Das Schweinchen räumt auf. Das Schweinchen räumt jetzt auf. Ach, ne? Ach, geparkt. Geparkt. Ja, das ist auch wieder so eine richtig tolle, das sind alles tolle Fische hier. Also Saiblinge, Portis. Alles drin, was das Anglerherz begehrt. Ja, hier wieder auf Schweinchen. Tja Leute, jetzt sind wir schon beim Gummi angelangt. Jetzt hier den Molly Fett drauf, ein Bienenmadenimitat. Hat schon zwei Attacken gehabt, einmal habe ich es gesehen, war ein kleiner Saibling. Und jetzt gerade vor den Füßen wieder eine Forelle. Aber einmal nur angetitscht. Eieiei, schon wieder. Guck mal. Jawohl. Vor den Füßen. Haben wir sie. Die hat jetzt mehrfach hier attackiert. Und dann haben wir sie ins Netz befördert. Ja, wie gesagt, jetzt Fische werden passiv, ne? Und da funktionieren
die aktiv geführten Köder nicht mehr so gut. Deswegen sehen wir es hier. Molly Fett. Der Bildschirm steht es bei mir. Und was denkst du, welche Farbe? Ja, Leute, maximale Distanz, ein Saibling. Ein Saibling. So, jetzt wir nicht drin. Ich glaube, das ist, ja, das ist, ja, unsere beliebte Scheißhausfliege. Gaia 4,8, ja, maximale Distanz. Ich bin mir noch gar nicht sicher, ob das ein Saibling ist, irgendwie. Nee, ist eine normale. Sah kurz aus wie ein Saibling, ja. Da haben wir sie. Tja, Leute, und da könnt ihr es auch noch mal sehen. Den Fisch hebe ich noch mal raus für den Alexander. Ja. Und da haben wir sie, eine wunderschöne Portionsforelle auf den 4,8 aus der Mitte. Ja, der Glückliche. Wer arbeitet, fängt, was? Das stimmt. Tja, meine Lieben. Maximale Distanz, massive Farben, 4,8. Strategie geht auf. Alex hatte vorhin eine auf eine Schockfarbe. Ich jetzt hier auf die Scheißhausfliege. Und es hat funktioniert. Rute hochgehalten. Hopp, da habe ich wieder einen Biss. Wieder einen Biss. Hier, sogar leicht. Und der nächste Wurf, man will es nicht glauben. Das ist tatsächlich der nächste Wurf. Ja, doch. Der nächste Wurf. Oh, ich wusste es. Ich hab's geahnt. Ja, aber es war tatsächlich der nächste Wurf und der nächste Fisch. Manchmal ist das verrückt, wa? Naja, aber es funktioniert. Gaia 4,8. Gaia 4,8. Volle Distanz. Bam, bam. Und dann. Ich hab's richtig gemerkt. Ne? Das war so ein Stupser, zwei Stupser und dann. Ja, Petri, wollte ich sagen, mach weiter so. Hier. Ja, Leute. Was habe ich getan? Ich habe an der Gummirute einen Jaria 08 für den Trupp, der hier vorbeizieht, wenn sie nicht weit draußen stehen. Und das hast du auch noch angesagt. Das habe ich auch noch angesagt, ja, leider aber nicht auf Band, glaube ich. Und der Spoon ist nur aufgekommen. Und da gab es einen Einschlag. Und die hat aber auch einen Wumms. Eine Portionsforelle mit so einem Wumms. Da kommt sie. Da kommt sie. Jawoll. Und da könnt ihr sehen, dass diese kleinen, frequenten Spoons immer wieder Fisch bringen. Da ist er. Herrlich. Wieder losgelassen. Ja, auch die Montage funktioniert immer wieder, ne? Hast du auf Deutsch gesagt Maracas? Und was hast du drauf? Jurax oder was? Nee, Jum.
Was? Jum-Jum? Jum-Jum, ja. Ja, der Klassiker. Der Klassiker schlägt zu. Der ist da, der Meister. Ein Brill. Wieder so 600 Gramm? Ja, 600, 700 Gramm. Tja, Leute, die. Aber guck mal, wie die gehakt ist. Hier. Siehst du das? Guck mal, wo die hängt. Ja, Spitzer geht nicht. Spitzer geht nicht. Ja, da ist der Biss. Da ist der Biss. Da ist der Fisch. Oder nicht? Der nächste Wurf, ne? Der nächste Wurf und der nächste Fisch mit Bala Bula Bula Baba Baba Bum Bum Montage. Aber die hat aber bis zum Anus geschluckt. Ist ein guter Fisch. Guter Fisch? Ja. Ein größter, glaube ich. Was? Ja, aber guck mal, wie geil. Na, schau mal, wie gut die aussieht. Ja, das will ich sehen. Wunderbarer Fisch. Hier, Oberflächenmontage. Ja, dann versorgen und ab in die Küche, oder? Alex, jetzt noch mal. Mit einem Saibling tatsächlich vor den Füßen, ne? Naja, ich wollte schon rausholen, ne? Ein schönen Saibling nochmal. Und dann habe ich das sein lassen und dann, ja. Petri, danke. Hier jetzt oben hingestellt. Da sieht man ein bisschen besser ins Wasser. Und jetzt tatsächlich ist mir auch noch eine kleine Lachsforelle eingestiegen. Ich schätze mal so eine 2 Kilo. Ja, der Jum-Jum hat sie abgeschüttelt. Alexander keschert den. Jawollo! Jawollo! Guck mal, was noch. Das ist die größte. Jo. Dankeschön. Jawollo! Richtig toller Fisch. Ich habe meine verloren. Ja, meine Lieben, das soll's gewesen sein. Der Tag endet hier für mich und dem Alexander. Und es war wirklich ein sehr, sehr spannender und aufregender Tag. War auch für mich und den Alexander das erste Mal an diesem See. Hier am Almsee haben wir jetzt quasi jeden Teich ausprobiert und mir hat wirklich bis jetzt jeder sehr gut gefallen. Ja, wir hatten hier heute ein Event mit einem richtig guten Besatz. Morgens die erste Stunde Fuga 2-2, einige Fische gebracht. Danach war es wie abgehackt. Wir mussten dann schauen, was machen wir. Also Gaia 4-8 aus der Mitte raus, ein paar Fische gezockt. Auch das war relativ schnell vorbei. Und am Ende auf die Maracas mit dem Jum-Jum gab es auch noch mal reichlich Fisch. Ich hoffe, dass ihr mit dem Video ordentlich Spaß hattet. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben und natürlich ein kostenloses Abo von euch freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund. Adios, ciao.